Guten Morgen aus Kuching. Es ist 6.30 Uhr, eine sehr, sehr frühe Zeit für uns, denn wir stehen sonst nicht immer so früh auf. Und zwar, warum wir so früh aufgestanden sind. Wir sind auf dem Weg zu dem Orangutan-Reservat, wo man die Orangutans auf einer Plattform bei der Fütterung beobachten kann. Das war übrigens der dritte Anlauf. Wir haben uns jeden Tag immer um 5.50 Uhr den Wecker gestellt, aber nie geschafft, wirklich aufzustehen. Und heute ist der Tag der Tage. Also drei frittierte Bananen einringelt oder dreimal allerlei einringelt. Wir sind angekommen nach 40 Minuten Busfahren. Der Bus hat direkt vor der Haustür gehalten sozusagen. Und wir haben jetzt 10 Ringgit pro Person Eintritt bezahlt und laufen jetzt von dem Ticketschalter zur Plattform irgendwo hin, 1 Kilometer. Und hier geht schon richtig die Natur ab. Außer, dass die Autos hier permanent langfahren. Aber ansonsten hört man jetzt schon die Tiere und die Vögel und die irgendwas zwitschern und zirpen und grillen. Und also eigentlich hört man gar nichts außer die Insekten, Leo. Halt ein ganz normaler Dschungel. Überall anders in Asien. Have yourself a merry little Christmas. Let your heart be light. From now on, will be out of sight. Have yourself a merry little Christmas. Make the Yuletide gay. From now on our travels will be miles away. Here we are as in olden days. Happy golden days of your faithful friends who are dear to us. Es gibt ungefähr 12.000 bis 20.000 Orangutans im Peru. Steht hier. Ich habe mich belesen. Den Orangutan, den wir gerade gesehen haben, das war Edwin. Und Edwin wiegt zwischen 50 und 100 Kilo. Ist 36 Jahre alt gewesen und natürlich ein Männchen, ne? Weil der hatte hier diese Lappen dran. Und die Mädels, die haben keine Lappen, die haben ein ganz normales Gesicht. Und Edwin kann bis zu 140 cm groß werden. Krass, oder? Orangutans sind überwiegend Frutarier, also 60% ihrer Gesamtnahrung besteht aus Früchten. Und dann kommen noch andere Leckereien dazu, wie Vogeleier, Spinnen, Insekten, Honig. Ich war nie gut im Aufzählen. Ja, und Pflanzen, andere Pflanzen wie Blümchen und Bienchen. Und die meisten Orangutans, die hier gerade in diesem Reservat sind, wurden aus Gefangenschaft befreit. Und für die wurde halt dieses Reservat geschaffen, damit sie dann hier frei leben können. Also, das ist das Resultat, was wir gerade gesehen haben, wie die Auswilderung funktioniert. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet, wenn man die Orangutans weiterhin anfüttert, ob ihr das gut findet oder nicht. Also wir haben dem Ganzen auch skeptisch gegenüber gestanden, ob die jetzt angefüttert werden müssen, nur damit die Touristen glotzen können. Aber hier auf dieser Tafel steht die Antwort, und zwar die Orangutans müssen
angefüttert werden oder zusätzlich gefüttert werden, weil das Wildreservat, was hier besteht, ist nicht groß genug für alle Orang-Utans zusammen, damit die hier einfach so vor sich hin leben können. Und es gibt halt nicht genug Früchte oder genügend Nahrung für alle. Daher müssen die Menschen damit eingreifen und die Tiere zusätzlich füttern. Weil das hier eigentlich nicht der natürliche Lebensraum für die Orang-Utans ist. Okay, ein großer Skandal von den Orang-Utans war, dass die so domestiziert werden, also die werden von Kopf bis Fuß rasiert und dann werden die einfach als Sexsklaven gehalten. Wie hieß nochmal der Orang-Utan? Richie, nicht Edwin. Ich weiß gar nicht, wie ich auf Edwin kam. Er sah aus wie Edwin. Und wir haben jetzt noch eine Handvoll Postkarten gekauft. Damit unterstützen wir den Park und unsere Familie natürlich. Komm, ich zeig's euch mal. Wir unterstützen unsere Familie? Ja, naja, wir schicken den. Also ich dachte, unsere Affenfamilie, oder? Seelische Unterstützung nach Hause. Sieht ja nicht süß aus, die kleine Wurst. Gucci, Gucci, Gucci. In ein paar Monaten sehe ich auch so aus. Naja, so halt, wa? Wir sehen jetzt noch mehr Orang-Utans und da oben hängt einer rum. Vorhin schon gedacht, dass das mit diesem einen Orang-Utan heute Morgen das schon gewesen ist hier in diesem Park. Aber dann haben die so kurz vor neun noch, ich sag mal, einen zweiten Gang aufgemacht, der vorher geschlossen war. Und da war halt gerade eben diese Aussichtsplattform, die ihr gesehen habt. Und da konnte man sich noch ein paar weitere angucken. Oh, oh mein Gott. Eine Wanderung. Na, auf jeden Fall. Und hat ein ganz anderes Flair als im Zoo, jetzt irgendwo in Berlin herumzuhängen hinter einer Glasscheibe. Es ist halt hier offen, alles offen. Ja? Und da oben, ach du Scheiße. Gerade eben davon gesprochen und jetzt hangelt da sich einfach ein Affe lang. So schön. Aber wir müssen jetzt leider los. Der 10 Uhr Bus kommt jetzt gleich. Und wir müssen noch einen Kilometer zurück. Weil wir Hunger haben. Und ja, sie hat da voll die schöne Erfahrung gewesen mit den Orang-Utans. Können wir auf jeden Fall jedem empfehlen. Bevor wir reingegangen sind, stand außerdem noch dran, dass Fruchtsaison ist. Also, dass die Chance sehr gering ist, sie zu sehen. Aber anscheinend gibt es halt einfach nicht so viele Früchte hier im Reservat, die wild rumhängen. Das heißt, man muss sie anfüttern. Wir sind wieder zurück und waren richtig froh, dass dieser Bus klimatisiert war. Denn draußen ist es gerade unerträglich heiß. Ansonsten sind wir in dem Vegetarian-Restaurant essen, wo wir jetzt auch schon die letzten Tage immer essen waren. Hinter ist das Buffet. Da suchst du dir eine Speise raus, packst es einfach oder stapelst es auf deinen Teller drauf. Und zum Schluss wird alles gewogen, egal was du dir genommen hast. Die Waage entscheidet, wie teuer das Ganze wird. Und Olga zieht sich noch den Rest rein. So. Aber ansonsten werden wir jetzt zurück in unser Bett kriechen. Gucken, was der Tag noch so bringt.